Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mittlers Geschichtsstunde. Ich bin Kai-Axel Anderuth, Autor des im Mittler Verlag erschienenen Buches 30 Jahre Deutsche Einheit, eine Bilanz. In Mittlers Geschichtsstunde skizziere ich in jeweils 10 Minuten die wichtigsten Ereignisse der jüngsten deutschen Geschichte. Kurz, klar und wahr. Unser heutiges Thema heißt: Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat, über den juristischen Umgang mit einem Unrechtsstaat. Während Rot-Rot-Grün im Herbst 2014 die Bildung einer Koalitionsregierung in Thüringen verhandeln, entzündet sich eine Kontroverse an der Frage, ob die DDR ein Unrechtsstaat gewesen sei. Schließlich verständigt sich das Parteientrio auf folgende Protokollnotiz: Weil durch unfreie Wahlen bereits die strukturelle demokratische Legitimation staatlichen Handelns fehlte, weil jedes Recht und jede Gerechtigkeit in der DDR ein Ende haben konnte, wenn es einer der kleinen oder großen Mächtigen so wollte, weil jedes Recht und Gerechtigkeit für diejenigen verloren waren, die sich nicht systemkonform verhielten, war die DDR in der Konsequenz ein Unrechtsstaat. In seinem Grenzregime tritt dieser Unrechtsstaat besonders menschenverachtend auf. Bei Grenzdurchbruchsversuchen muss von der Schusswaffe rücksichtslos Gebrauch gemacht werden, mahnt der Vorsitzende des Nationalen Verteidigungsrates der DDR, Erich Honecker, im Mai 1974. Die Genossen, die die Schusswaffe erfolgreich angewandt haben, sind zu belobigen. Mindestens einmal im Monat werden die Grenzsoldaten über den Schießbefehl belehrt. Ein Major fragte uns, ob wir auf die eigene Mutter oder den Bruder schießen würden, berichtet ein Grenzsoldat. Bei einer Flucht müsse man auch auf eigene Verwandte schießen können. Für Festnahmen gibt es je nach Dienstgrad 150 bis 1000 Mark, bei Schusswaffengebrauch auch Sonderurlaub und goldene Uhren. Auf Peter Fechter feuern die Grenzsoldaten im August 1962 insgesamt 35 Schüsse ab. 35 Jahre später stehen die beiden Täter vor dem Landgericht Berlin. Im März 1997 ergeht dessen Urteil. Die Angeklagten sind des Totschlags in Tateinheit mit versuchtem Totschlag schuldig. Es werden verurteilt der Angeklagte Friedrich zu einer Freiheitsstrafe von 1 Jahr und 9 Monaten, der Angeklagte Schreiber zu einer Jugendstrafe von 1 Jahr und 8 Monaten. Die Vollstreckung wird zur Bewährung ausgesetzt. In der Nacht vom 5. auf den 6. Februar 1989 geben Grenzsoldaten 21 gezielte Schüsse auf Chris Geffroy ab. Von einer Kugel ins Herz getroffen, verstirbt der 20-Jährige auf dem Transport ins Krankenhaus. Geffroy ist das letzte von 140 Opfern des an der Berliner Mauer angewandten Schießbefehls. Die 4 an der Tötung beteiligten Soldaten werden mit dem Leistungszeichen der Grenztruppen und je 150 Mark Prämie ausgezeichnet. Im Mai 1991 erhebt die Staatsanwaltschaft Berlin in einem der ersten Mauerschützenprozesse Anklage gegen die 4 Grenzer. 2 von ihnen spricht das Berliner Landgericht frei. Den 3. verurteilt es wegen zweifachen versuchten Totschlags in minderschwerem Fall zu 2 Jahren auf Bewährung. Den Todesschützen Heinrich wegen Totschlags zu 3,5 Jahren. Dessen aus 37 Metern Entfernung abgegebener Schuss sei einer Hinrichtung gleichgekommen, urteilt Richter Theodor Seidel. Im Revisionsverfahren spricht der Bundesgerichtshof 3 der Angeklagten frei. Der Todesschütze erhält 2 Jahre auf Bewährung. Wer Opfer und wer Täter ist, scheint klar, droht aber während der 28 Verhandlungstage immer wieder aus dem Blick zu geraten, schreibt der Spiegel. Das liegt nicht zuletzt an den Verteidigern, die mit Befangenheitsanträgen gegen den Richter und teils absurden Anträgen auf Zeugenvorlesungen unter anderem Willy Brandt, Michail Gorbatschow und der Papst Verwirrung stiften. Ich finde das Urteil nicht gerecht, sagt Mutter Karin Geffroy. Aber ich musste damit leben lernen. Zwischen Ende 1989 und Ende 2004 unternimmt der Rechtsstaat den herausfordernden Versuch, die SED-Diktatur juristisch aufzuarbeiten. Die Klage der Bürgerrechtlerin Bärbel Bohley, wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat, wird zum geflügelten Wort für das teils vergebliche Bemühen einer demokratischen Justiz, die Täter hinter den Mauerschützen einer gerechten Strafe zuzuführen und deren Opfer zu rehabilitieren.
Erich Honecker, Erich Mielke, Willi Stoff, Egon Krenz. Nichts schien leichter, als ihnen den Prozess zu machen. So dachten viele damals, bilanziert der Berliner Richter Hans-Georg Bräutigam. Die Gleichung ging nicht auf. Im Namen des Volkes erhielten sie ihr Urteil mit der Zerschlagung der SED-Diktatur auf der Straße, nicht aber im Gerichtssaal. Bräutigam wird als Richter im Honecker-Verfahren wegen Befangenheit abgelöst. Er überreicht Honeckers Verteidiger einen Berliner Stadtplan mit der Bitte, diesen von Honecker signieren zu lassen. In den in Berlin und Potsdam gegen 246 Beschuldigte geführten Verfahren werden 126 Angeklagte rechtskräftig verurteilt. 8 Politiker, 38 Militärs, 80 Grenzsoldaten. 61 Angeklagte werden freigesprochen. Besondere Beachtung finden die Prozesse gegen die Politbüromitglieder. Der erste Verhandlungstag im November 1992 ist kurz. Willi Stoff, 78-jähriger Ex-Vorsitzender des Ministerrates, erscheint krankheitsbedingt gar nicht erst vor Gericht. Im August 1993 wird das Verfahren wegen Stoffs Verhandlungsunfähigkeit eingestellt. Auch der 85-jährige, einst allmächtige Stasi-Chef Erich Mielke ist verhandlungsunfähig. Wir hatten überhaupt keine Möglichkeit, ihn wegen der Taten, die er als Stasi-Minister zu verantworten hatte, zur Rechenschaft zu ziehen, sagt Generalstaatsanwalt Christoph Schäfgen. Schließlich verurteilt ihn das Landgericht Berlin im Oktober 1993 wegen seiner Mitwirkung an der Ermordung zweier Berliner Polizisten 1931 zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren. Ende 1995 wird Mielke nach Verbüßung von 2/3 der Strafe auf Bewährung entlassen. Erich und Margot Honecker befinden sich im März 1991 in Moskau. Noch ist der 2+4-Vertrag vom obersten Sowjet nicht ratifiziert. Also hält sich die Bundesregierung mit lauten Forderungen nach der Auslieferung zurück. Im Dezember 1991 drängt der russische Präsident Boris Jelzin, die Honeckers Russland zu verlassen. Um der Abschiebung zu entgehen, flüchtet Ehepaar Honecker in die chilenische Botschaft in Moskau. Im Juli 1992 lässt Chiles Präsident Patricio Alvin Erich Honecker nach Berlin ausfliegen, wo er verhaftet und in die Justizvollzugsanstalt Moabit gebracht wird. Margot Honecker fliegt von Moskau aus zu ihrer Tochter Sonja nach Santiago de Chile. Das im November 1992 eröffnete Verfahren gegen Honecker, ihm werden Totschlag und versuchter Totschlag in 68 Fällen zur Last gelegt, scheitert nicht zuletzt an der erfolgreichen Taktik seiner 3 Verteidiger, die der Öffentlichkeit vorgaukeln, hier werde einem totgeweihten alten Mann ein gegen dessen Menschenwürde verstoßender Prozess gemacht. Dabei besteht keinerlei Zweifel an Honeckers Verhandlungsfähigkeit. Selbst dessen Anwalt Friedrich Wolf kann keinerlei Anzeichen von Schwäche ausmachen, als sein Mandant Anfang Dezember 1992 sein Politbüro-Gesicht aufsetzt und seine sorgfältig vorbereitete Verteidigungsrede hält. Der 13. Januar 1993 war für viele Ex-DDR-Bürger ein rabenschwarzer Tag, resümiert der Mitteldeutsche Rundfunk. Das Landgericht Berlin lehnte die Eröffnung des Hauptverfahrens ab, nach erfolgreicher Verfassungsbeschwerde wegen seines Gesundheitszustandes. Den Haftbefehl hoben die Richter auf. Nach 169 Tagen in Untersuchungshaft wurde der 80-Jährige entlassen und flog noch am selben Tag nach Santiago de Chile zu Frau und Tochter. Die Tatsache, dass die wichtigste Figur des untergegangenen SED-Unrechtsregimes auf diese Weise davonkam, war für viele Ostdeutsche nur schwer zu ertragen. Knapp 1,5 Jahre nach Einstellung des Prozesses verstirbt Honecker im Mai 1994 im Alter von 81 Jahren in Chile. Seine Witwe überlebt ihn dort um 22 Jahre. Im August 1997 verurteilt das Landgericht Berlin Honeckers Nachfolger als SED-Generalsekretär und DDR-Staatsratsvorsitzender Egon Krenz wegen Mitverantwortung für das Grenzregime
und Totschlags in 4 Fällen zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren und 6 Monaten, von denen dieser nach Haftantritt in der Justizvollzugsanstalt Moabit bis zu seiner Entlassung 2003 knapp 4 Jahre überwiegend als Freigänger verbüßt. Seine Verfassungsbeschwerde wird im Januar 2000 vom Bundesverfassungsgericht zurückgewiesen, seine Menschenrechtsbeschwerde im März 2001 vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte verworfen. Im August 2004 kommt es vor dem Berliner Landgericht zum letzten Verfahren gegen Mitglieder der politischen Führung der DDR. Den ehemaligen Bezirkschefs der SED von Halle und Chemnitz, Hans-Joachim Böhme und Siegfried Lorenz, wird Beihilfe zum dreifachen Mord an den DDR-Flüchtlingen Michael Bittner, Lutz Schmidt und Chris Geffroy zur Last gelegt. Egon Krenz ist extra aus dem mecklenburgischen Ostseebad Dierhagen angereist. Wir kennen noch Solidarität. Den Prozess hält er für den Versuch, den Rachefeldzug gegen die DDR fortzusetzen. Hier wird nicht gesamtdeutsch, sondern bundesrepublikanisch gedacht. Gleichheit vor dem Gesetz gibt es für DDR-Bürger nicht. Auch Hans Modrow, letzter SED-Ministerpräsident und PDS-Ehrenvorsitzender, sitzt im Zuschauerraum. Dies hier entbehrt jeglicher völkerrechtlichen Grundlage, ereifert sich der 77-Jährige. Das ist ja wie in einer Bananenrepublik. Am 6. August werden Böhme und Lorenz zu einer Freiheitsstrafe von 15 Monaten auf Bewährung verurteilt. Sie hätten verdammt nochmal wenigstens versuchen müssen, etwas gegen den menschenverachtenden Schießbefehl an der Mauer zu unternehmen, sagt Richter Thomas Groß. Als Mitglieder des SED-Politbüros hätten sie sehenden Auges stillgehalten und Beschlüsse abgesegnet. Einsicht zeigen die verurteilten einstigen SED-Kader so wenig, wie sie moralische oder juristische Schuld eingestehen. Das Unrecht ist überwiegend beurkundet, aber nicht geahndet worden, sagt Richter Bräutigam. Die Opfer mussten erfahren, dass Gerechtigkeit und Rechtsstaatlichkeit sich nicht immer entsprechen, letztere aber Vorrang hat. Auch Oberstaatsanwalt Schäfgen resümiert nachdenklich: Es ist uns nicht gelungen, den Teil der DDR-Bevölkerung, der unmittelbar unter dem Regime gelitten hat und dem Leid zugefügt worden ist, mit der Rechtsprechung zufriedenzustellen. Die Opfer des DDR-Systems sind mit sehr hohen Erwartungen an die juristische Aufarbeitung herangegangen. Das Strafrecht kümmert sich aber in erster Linie um den Täter. Es ist täterbezogenes Recht. Das Opfer spielt im Prozess in erster Linie eine Rolle als Zeuge. Wir wollten Gerechtigkeit und bekamen den Rechtsstaat, sagt Bärbel Bohley, die wohl wichtigste Stimme des neuen Forums, damals enttäuscht. Die Bürgerrechtlerin, Bündnis 90 Parlamentarierin und spätere Bundesbeauftragte für die Stasi-Unterlagen Marianne Birtler hält dem entgegen: Ich war mit diesem Satz nicht einverstanden, weil er 2 verschiedene Ebenen miteinander in Beziehung setzt. Gerechtigkeit ist eine moralische Kategorie. Der Rechtsstaat ist keine Garantie dafür, dass alles gerecht zugeht. Viele von uns wussten nicht, dass das Leben in einer freien Gesellschaft auch anstrengend ist. Erst recht, wenn man aus einem System kommt, in dem alles geregelt und festgelegt ist. Ich habe deshalb oft die Exodus-Geschichte erzählt vom Volk Israel, das nach Generationen der Sklaverei befreit wird, dann aber eben nicht das gelobte Land vorfindet, in dem Milch und Honig fließen. Prompt setzte das Gemurre ein und die gerade erst Befreiten sehnten sich zurück nach den Fleischtöpfen Ägyptens. Auf einmal erschien ihnen, die so lange von der Freiheit geträumt hatten, die Sicherheit attraktiver als die Freiheit. Das ist eine wunderbare Allegorie der Frage, wie Gesellschaften mit Unfreiheit, mit der Erinnerung an Gefangenschaft und mit Freiheit umgehen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.